Ich begrüße Sie beim Video zur Anleitung des Quizgenerators. Gestartet wird er mit dem Doppelklick. Kurz darauf, das sei denn, es ist das erste Mal, dann wird wahrscheinlich Ihr Rechner noch eine Virenprüfung durchführen. Da sieht man dann nach der Virenprüfung spätestens die Lizenzvereinbarung, End-User License Agreement. Da kann man nur zustimmen, wenn man nicht sofort wieder abbrechen will. Klicke also auf I agree. Dann sieht man das Vorschaubild. Eingeblendet ist dann auch noch, dass es ein Testmodus ist. Der gilt für einige Tage, die 6 Tage, die hier stehen, das ist also nur bei der Aufnahme. Er gilt bis zum Ende des Kurses, wo ich dann die Programmierung dieses Quizgenerators vorstelle. Bis dahin kann man also den einsetzen. Man hat das gelesen, das ist also ca. 15 Sekunden eingeblendet, klickt dann auf Close und dann kann man damit arbeiten. Da fehlt ein T bei Antworten. Sie sehen, das geht also genau wie bei Excel. Genau genommen ist es ja auch Excel, nur das, was hier eingebaut ist, ist eine Applikation, wo Sie die Formel nicht sehen können und auch nicht die Programmierung. Aber das werde ich ja später in einem E-Learning-Kurs für die Interessierten dann auch erklären. So, was soll dieses Teil? Quizgenerator erstellt Quizze. Und da will ich natürlich erstmal zeigen, was da möglich ist. Ich hole mal eins der erstellten Quizze herein. Hier, das ist also mehr zur Spaß und Unterhaltung. Hier wird nach den Weltmeistern im Fußball gefragt. Da ist zum Beispiel die Weltmeisterschaft von 1954, da war Deutschland. Das heißt, die Bundesrepublik, die wurde Weltmeister. 1958, da war es wahrscheinlich Italien. Nein, war es nicht. Dann kommt Brasilien in Frage. Ja, auch einer der häufigen Weltmeister. 1930 und 1950 Uruguay und 1934 und 1938 Italien. So, dann haben wir alles Gold. Das heißt, es ist richtig. Und dann kann man die nächste Frage sehen. Das hier ist also ein Quiz für die Selbstkontrolle. Man kann ja hier auch schummeln, weil hier rechts sehen Sie unter dem Video mit der noch damals recht jungen Queen bei der Pokalübergabe 1966. Da sehen Sie auch die Daten, die hier abgefragt werden. Einschließlich des Weltmeisterschaft 2., 3. und 4. und in welchem Land das stattgefunden hat. Das ist ein Beispiel für Spaß und Unterhaltung. Ich bringe aber noch ein Beispiel. Da geht es um den Eurovision Song Contest. Und da muss man dann zuordnen, aber 74 und die anderen, die kann man dann also auch ausprobieren. Wenn es falsch ist, wird es nicht farbig, aber wenn der André dann 2009 gewonnen hat, na, dann war es wahrscheinlich 1958, dann kriegt man das also entsprechend hin. Das sind ja die Quizze für Spaß und Unterhaltung. Es gibt aber auch noch ganz andere. Jetzt habe ich hier eine andere Webseite, die ist also nicht Moodle, das hier, was wir eben gesehen haben, ist also der Vorspann für unsere aktuellen Moodle-Seiten. Hier ist es jetzt WordPress, die Seite bluepages.de. Und da haben wir hier schon Englisch-Test für technisches Englisch. Da steht zum Beispiel das Bauteil. Oh, ja, es ist dann noch grün, wenn es richtig ist. Oder Conductive ist leitfähig, das passt sogar. Zell ist die Zelle oder das elektrische Element. Also wenn es grün ist, dann ist das also richtig. Das kann man aber auch für Fremdsprachen machen, die also nicht unseren Zeichensatz verwenden. Hier haben wir zum Beispiel Arabisch. Wenn ich also hier drauf gehe, das war falsch, dann ist das vielleicht Entschuldigung, auch nicht. Ja, Sie sehen Arabisch, da, danke, war richtig. So, das geht also für alle möglichen Dinge, die den UTF-8-Zeichensatz verwenden. Sie sehen hier Kunst, Fußball haben wir ja auch nochmal. Das war also die Zeit, wo ich noch grün eingesetzt habe für richtige Ergebnisse. Bei den aktuellen haben wir ja hier Gold. So, damit haben wir dann gesehen, wie die Ergebnisse aussehen, die wir mit diesem Quizgenerator produzieren. Ich habe hier 3 Tabellen. Schauen wir uns hier unten an, die Listenvorbereitung. 4 aus 4 und x aus 10. Diese 3 Tabellen und die dort enthaltenen Schaltflächen für die Ausführung des Programms, die will ich also jetzt erklären, wie das funktioniert. Die Daten, die in den Quizgenerator eingehen, die stehen meistens in
langen Listen, das können Vokabellisten sein, wie hier in der Spalte A und B. Das können aber auch eben Fußballergebnisse sein oder Song Contest oder Geschichtszahlen oder Hauptstädte und Länder und alles, was man also mit Frage und Antwort darstellen kann und was eindeutig ist. Für den Quizgenerator brauchen wir die Daten allerdings nebeneinander. Je nachdem, wie viele Antwortpaarungen man für die Zuordnung bereitstellt, müssen da dann die Daten nebeneinander stehen. Und dafür ist dieses Tool gedacht. Ich habe also hier englische und deutsche Worte, die hier passend nebeneinander stehen und die müssen dann aufbereitet werden. Sie sehen hier unten, letzter Eintrag ist Yours Truly mit freundlichen Grüßen als Umgangsform und darüber stehen dann eben noch andere Varianten. Die sind im Augenblick sortiert nach den englischen Begriffen aufsteigend. Man kann die auch nach deutschen aufsteigend oder zufällig mischen. Und das geht letztendlich hier über diese Schaltfläche. Wenn man auf die Schaltfläche klickt, dann sieht man hier in dem Kommentar zur Zelle eine Kurzanleitung. Da steht ganz wichtig, das sollte man also beachten, dass man das erst speichern sollte, weil diese Applikation wird, wenn sie geschlossen wird, automatisch alle Excel-Arbeitsmappen schließen. Und wenn man da Daten noch nicht gespeichert hat, könnte das eventuell verschwunden sein. Excel sichert die mittlerweile von Zeit zu Zeit, aber vorsichtshalber sollten Sie also alles zunächst speichern. Und das steht dann hier, auch was mit den Spalten A, B und C auf sich hat. Das wollen wir also jetzt mal sehen. Wenn ich die Daten für den Quizgenerator brauche, dann müssen die also hier unter den gelben Frageantworten, es sind bis zu 10 vorgesehen, müssen die angeordnet werden. Wir haben hier unten haben wir also zwei Generatoren, 4 aus 4, das heißt, da werden 4 bereitgestellt und die sind auch immer vollständig, aber man könnte auch sagen, ich nehme für eine Frage 10 Paarungen, davon werden aber nur 4 vorgestellt oder 5 oder 7. Und dafür gibt es also hier unten dieses Register X aus 10. Aber das werden wir uns dann noch anschauen. So, ich habe jetzt wieder diese Seite Listenvorbereitung, dann kann man das gut erklären. Ich brauche die Daten nebeneinander, dann klicke ich hier auf die Schaltfläche und dann werde ich gefragt, ob ich mischen will. Sollen die neu gemischt werden? Wenn ich Nein sage, dann werden die Daten genauso, wie sie da stehen, nebeneinander gestellt. Aber es wird zunächst gefragt, wie viel sollen da nebeneinander stehen? 4 wird vorgeschlagen. Das benötige ich, wenn ich hier unten den Quizgenerator 4 aus 4 einsetze. Ich lasse es jetzt mal bei 4 und klicke auf OK. Und dann sehen Sie, jetzt stehen die hier nebeneinander. Die vierte Vokabel ist Abbreviation und die steht dann hier auch bei Abkürzung. Ja, und die neunte, das ist ja die erste Zeile, ist ja die Überschrift. Die neunte Zeile enthält die achte Vokabel, das ist die Auftragsbestätigung und so weiter. Also Sie sehen, mit dem Klick hierauf wird das also umgestellt. Jetzt stehen 4 nebeneinander. Wenn ich es jetzt nochmal mache für 10, sage wieder Nein, dann bleibt ja die Reihenfolge. Dann schreibe ich aber hier eine 10 hinein und dann gehe ich auf OK. Und dann sehen Sie, jetzt stehen die Daten nebeneinander. Die Werbung ist also dann die Vokabel, die als letztes hier in der ersten Zeile stehen sollte. Da kann man ja mal hingehen. Oh, das war ein bisschen weit. Da steht also in der Spalte X unter Antwort 10 die Werbung. Und so sehen wir, ist das also angeordnet. Und die 380. Vokabel, das ist also mit freundlichen Grüßen die Umgangsform. Und die müsste also dann auch in der 39. Zeile ganz rechts stehen. Und da haben wir es dann also auch, ne? Yours truly und yours sincerely und so weiter. So, wir haben hier gerade gesehen, wenn man einfach diese Vokabellisten, die ich irgendwo her bekomme, wenn ich die also vorbereiten will, dann geht das über diese Schaltfläche. Wenn man Nein sagt, dann bleibt die Reihenfolge erhalten, nur sie stehen eben nebeneinander. Man könnte das auch sagen, so ähnlich wie beim Transponieren, also gewisse Ähnlichkeiten gibt es da, aber hier werden die ja paarweise nebeneinander gestellt. So, ich klicke jetzt mal darauf. Abbrechen brauche ich nicht erklären, aber wenn ich jetzt auf Ja gehe, dann wird zufällig gemischt. Sie sehen, jetzt steht da als erste Frage auch schon was anderes, Ex-Doc und dann to stamp on oder Account Number. Das sind also jetzt die neu geordneten Werte, zufällig geordnet, alphabetisch ist es nicht mehr. Weder Englisch noch Deutsch, sondern zufällig gemischt. Und jetzt kann ich sagen, wie viel ich nebeneinander haben will, beispielsweise wieder 4. Dann gehe ich auf OK und dann sieht man, das, was hier bei Bedauern steht, Regret, das steht dann hier und so weiter. Das sind also jetzt die Dinge, die ich hier vorbereite.
Und das, was ich also hier habe, das kann ich dann verwenden, beispielsweise bei 4 aus 4. Wenn ich also genau diese Vokabeln jetzt hier in einen Test verarbeiten will, dann kann ich die nehmen, kopiere mir die, gehe hier nach 4 aus 4 und setze die hier unter der Frage 1 ein. Sie sehen, da steht jetzt, da ist noch alphabetisch geordnet, und wenn ich jetzt hier auf Einfügen gehe, rechte Maustaste, und da wähle ich hier Einfügen, da sehen Sie, jetzt habe ich also genau diese Reihenfolge hier, die ich eben gewählt habe, jedenfalls an den Stellen, wo ich diese Vokabeln verwenden will. Danach sind ja noch die vorher da waren. Ich kann aber auch diese ganzen Tabellen erstmal löschen. Das, was hier vorne steht, das ist ganz wichtig, dass Sie hier die Spalte A und die Spalte D beachten. Die Spalte B und C werden für dieses Quiz hier nicht benötigt. Die sind aber aus Kompatibilitätsgründen vorhanden, weil die gleichen Fragen und Antworten kann man auch innerhalb von der Lernplattform Moodle als E-Prüfung einsetzen, um da beispielsweise auch Benotungen vorzunehmen. Also man kann ja Vokabeltests auch mal beurteilen, und dann ist das also damit möglich. Dann braucht man also keinen anderen Datenbestand, man kann den gleichen nehmen. Und wenn die Schüler das gelernt haben, werden sie da auch gut abschneiden. So, wir haben also jetzt gesehen, hier aus der Listenvorbereitung, da kann man dann also auch Datenbestände einfach kopieren. In diesem Fall 4 Fragen und Antworten nebeneinander. Und da waren es jetzt die Fragen 1 bis 14, die wir hier genommen haben. Und die sind dann hier eingesetzt worden. Und die tauchen dann hier auf von 101 bis 114. Und danach ist dann also wieder alphabetisch geordnet, weil die stehen ja noch da. So war das ja auch früher. So, wir haben hier die Listenvorbereitung gesehen. Jetzt kommt dieser zweite Teil, 4 aus 4. Das war ja auch das, was ich eben bei der Fußball-Weltmeisterschaft gezeigt habe, nur eben mit Fußballdaten. Das wird gestartet, wenn ich hier auf F und A gehe. Sie sehen, wenn ich da raufklicke, dann sehe ich auch wieder eine Kurzanleitung. Sollte man jetzt mal ein bisschen größer machen. Und muss ich mal rechts rüber blättern. So, da habe ich jetzt das Ganze ein bisschen größer gemacht, Kurzanleitung. Da sollte man natürlich auch wieder vorher speichern. Und wichtig ist, ja, hier muss man dazu sagen, bei der Testversion, die Sie hier haben, Trial-Version, da kann man nicht speichern. Das heißt, Sie sollten also diese Tabellen oder Ihre Vokabeln, kopieren Sie die auf eine Arbeitsmappe, die außerhalb dieser Arbeitsmappe steht, und sichern Sie das dann. Weil hier ist also bei der Trial-Version, bei der Testversion, kann man nicht speichern. So, Sie sehen hier aber, was dann, wenn Sie die Vollversion haben, was dann geht. Sie müssen vorher einen Ordner angelegt haben, der heißt zum Beispiel Quiz und ist auf der Festplatte C angelegt. Sie können aber auch jeden anderen Pfad angeben, nur diesen Ordner muss es geben. Sie sollten sich auch überlegen, wie heißt dieses Quiz, was Sie dann speichern, weil die Nummern, die wir eben gesehen haben, 101, 102, 103, die stehen vorweg, also immer was Dreistelliges. Deshalb habe ich nicht mit 1, 2, 3 angefangen, sondern die soll immer dreistellig sein. Und danach kommt dann ein Begriff, beispielsweise BWL Englisch, wie es ja hier der Fall ist. Und dann eine Anweisung, ordne die passenden Vokabeln zu. Das sehen Sie also hier. Diese Dinge werden abgefragt. Ich verkleinere das jetzt mal wieder, damit man das sieht, was da wirklich steht in der Tabelle. Wenn Sie das nicht lesen können oder das sieht so komisch aus, dann liegt das einfach daran, wir brauchen sehr viele Daten. Die werden aber auch vollständig verarbeitet, wenn die kaum sichtbar sind oder nur teilweise oder nur sehr klein oder abgeschnitten. Entscheidend ist, dass sie da sind. Excel ist hier zum Editieren gedacht und zum Ausführen des Programmes, zum Reinkopieren der Fragen und Antworten, die hier in den gelb gezeichneten Spalten stehen. Und wenn man jetzt darauf klickt, dann geht's los. Ich klicke mal darauf. Dann werde ich gefragt, in welchem Pfad ich speichern möchte. Da ist wichtig, dass der gibt, habe ich eben schon mal gesagt. Ich könnte den aber auch anders benennen. Wenn ich da Blue Pages hinschreibe statt Quiz, dann wird in den Blue Pages Ordner gespeichert. Und dann klicke ich auf OK. Und dann wird gefragt, wie
wie soll der Dateiname nach der laufenden Nummer lauten? BWL Englisch, kann man so lassen, kann man auch neu schreiben, dann gehe ich auf OK, ordne die passenden, kann man noch was dazu schreiben, BWL Vokabeln zu, habe also jetzt noch was dazwischen geschrieben und dann gehe ich auf OK und dann geht es auch schon los. Sie sehen, es wird Zeile für Zeile durchgeschoben, das sieht man vor allen Dingen hier links an der Nummerierung. Und das dauert eben seine Zeit, eine Zeile pro Sekunde, so ist das also da voreingestellt. Und Sie sehen also hier, dieser Bereich von A bis Z unterhalb der ersten Zeile, der wandert also durch im Sekundentakt. So, jetzt sind 95 Sekunden rum, weil 380 Vokabeln waren das, immer 4 in einer Frage, wenn man 380 durch 4 teilt, kommen wir auf 95. So, jetzt ist also auch die Tabelle leer, aber es ist erstellt worden, das was wir haben wollen, nämlich ein Quiz, und das bekomme ich sofort zu Angesicht, wenn ich hier auf diesen Link klicke, der hier in der Spalte Z so rosa hinterlegt sichtbar ist. Da habe ich drauf geklickt und dann sehen wir hier sofort den Ordner Blue Pages und da sieht man 8.54 Uhr und 8.53 Uhr wurden die Quizfragen erstellt. Ja, hier 8.52 Uhr fing es an, ja, aber schon nach 2 Sekunden ist dann umgeschaltet. So, wenn ich hier mal auf Index HTML klicke, dann sehen Sie hier die Liste und das sind also die 95 Fragen von 101 bis 195. Die da eben erstellt wurden. Ich gehe jetzt mal einfach auf die 135. Und da sieht man, da kann man also zum Beispiel Fax auf Fax, das kriegt man also schon leicht hin. Oder Modellkleider, das ist das hier, Fashion Clothes, das passt also hier hin. So, FCL, Full Container dahin, Favorable ist günstig. So, wir sehen, funktioniert, ne? Und mit der nächsten Frage habe ich dann also auch die 136, kann man ja da oben sehen. Also das steht jetzt lokal auf der Festplatte in dem Verzeichnis Blue Pages. So, das dazu, dann gehe ich mal wieder nach Excel. Und da habe ich also jetzt erklärt, wie diese Schaltfläche funktioniert und wie der Link hier funktioniert. Jetzt möchte ich aber vielleicht chinesische Vokabeln einsetzen, um Ähnliches zu machen. Und da gibt es hier den Link zur Mappe mit Musterdaten. Den habe ich angeklickt. Da sehe ich jetzt gerade hier unten in den Registern, da ist also noch die Physik und die Erdkunde zu sehen. Aber ich will ja Chinesisch haben. Und das ist ja ganz weit links auf dem Register Chinesisch zu finden. Und da habe ich die Dinge schon vorbereitet, die ich im Quiz verarbeiten will. Da sehen Sie also, da stehen hier vorne auch die Spalten B und C, die ich hier nicht brauche, aber die Nummerierung brauche ich und eben 4 Fragen und Antworten und den Hinweis, wer es erstellt hat, was da in der Spalte D steht. Jetzt markiere ich das bis Zeile 10, also A2 bis A10 ist markiert, drücke die rechte Maustaste, wähle Kopieren aus, gehe nach Excel. In Excel ist wichtig, dass ich hier auf der Zelle A2 stehe, die rechte Maustaste betätige, ich füge einfach ein, was da steht und da habe ich dann hier die Schriftzeichen, die chinesischen hier, kann man hier kaum erkennen, aber hier oben in der bearbeiteten Zeile. Das sind jetzt 9 Fragen und das wollen wir jetzt erzeugen. Ich klicke dazu wieder auf F und A. Und da wird wieder der zuletzt verwendete Ordner vorgeschlagen. Ich will aber das nicht überschreiben, sondern ich speichere das jetzt ab in dem Ordner Quiz. Wichtig ist, dass man den Backslash oder die Backslash vor und nach Quiz stehen hat, sonst wird der Ordner nicht gefunden. Deswegen auch der Hinweis. Ich klicke jetzt auf OK und da soll jetzt nicht BWL Englisch stehen, sondern Touristenchinesisch. Touristenchinesisch. Und dann klicke ich auf OK, also achten Sie darauf, dass das dann auch richtig geschrieben ist, sonst steht das nämlich über jeder Datei falsch. Klicke auf OK und dann ordne die passenden Vokabeln zu.
Chinesisch Vokabeln kann ich ja hinschreiben. Chinesisch Vokabeln zu. So, dann gehe ich auf OK. Und dann wird wieder durchgeschoben. Wenn die letzte Vokabel verschwunden ist, die Ergebnisse kann ich mir wieder anschauen, wenn ich hier auf den Link klicke. Dann wird der Ordner mit dem Touristenchinesisch aufgemacht, ist also der Quiz-Ordner. Dann kann ich wieder auf Index gehen und da sehe ich dann die neuen Fragen. Ich kann die hier aufmachen oder ich kann auch damit zur nächsten Frage gehen. Und da habe ich dann hier die Möglichkeit, Begriffe zuzuordnen, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe, kann ich also hier sagen, das passt jetzt so. Und gehe dann zur nächsten Frage, also 3, das sieht man hier an den Strichen, die 8, das sind hier die umgekippten Vieren auf Chinesisch. So, Entschuldigung, das ist dann wahrscheinlich hier unten das und Freitag bleibt nur noch das übrig. Also wir sehen, das funktioniert also auch für Sprachen mit Zeichensätzen, die wir auf Anhieb gar nicht so als lesbar wahrnehmen. Alles, was mit UTF-8 verschlüsselt werden kann oder kodiert werden kann, das ist also mit diesem Quiz-Generator machbar. Ich gehe dann zurück zur Excel-Arbeitsmappe. Wir haben gesehen, was hier in den Spalten Y, Z, A, B und A, C machbar ist. Das heißt, A, C habe ich noch nicht erklärt. Da kann man dieses Video anschauen. Das, was hier derzeit noch verlinkt ist, das ist das Vorgängervideo. Aber wenn Sie dann auf diesen Link klicken, dann können Sie sich das Video nochmal anschauen. Ich gehe dann mal auf den zweiten Quizgenerator. X aus 10 heißt der. Da sehen Sie, das ist noch gequetschter, weil da 10 Fragen und Antworten nebeneinander stehen, die in einer Quizfrage dann präsentiert werden. Wobei, dann kann man sagen, wie viele will ich dann aus diesen 10 auswählen. Das Quiz ist leicht, wenn das nur 2 sind, dann ist ja ein 50-50-Joker, kann man sagen. Das heißt, also wenn man von diesen 2 Fragen und Antworten eine schon erahnt dann und richtig macht, dann kann die andere auch nur richtig sein. Das heißt also, hiermit haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie als Lehrer oder als Pädagoge so ein Quiz vorbereiten, Schwierigkeitsgrade zu vergeben. 10 von 10 zu präsentieren, heißt, es wird zum einen vollständig präsentiert und man muss eben auch bei einer Frage klar in der Lage sein, 10 Vokabeln richtig zuzuordnen. Sie sehen hier, das sieht im vorderen Teil genauso aus wie 4 aus 4, hier die Nummerierung, daneben das allgemeine Feedback. Da sehen Sie, hier kann man dann auch ein bisschen größer machen, habe ich ja eben noch nicht erklärt, aber hier ist dann zum Beispiel angegeben die Quelle, wo die Vokabeln herkommen, von einem netten Menschen, t.de heißt seine Webseite, da wurden die Vokabeln bereitgestellt als PDF-Datei und die habe ich also hier kopiert, habe sie also passend gemacht, dass die richtige Anzahl zustande kam, waren auch 1 oder 2 kleine Änderungen nötig. Aber im Prinzip kann man da bei dieser Webseite dann nachschauen, was an Vokabeln in der Liste steht, kann man sich ja dann auch vielleicht mal ausdrucken. Darunter habe ich dann auch als weiteres Feedback angegeben, mein Twitter-Account, da kann man sich dann über meine neuesten Veröffentlichungen informieren, wenn man das möchte. Das ist ja hier eine Option, die angezeigt wird, müssen die Teilnehmer nicht nutzen, aber man könnte es. So, diese Spalten A und C werden A und D, die werden hier benötigt. B und C hatte ich ja schon gesagt, gilt nur für Moodle. Kann man nämlich diesen gleichen Aufbau hier verwenden. Das, was wir hier brauchen, das sind diese 10 Fragen und Antworten nebeneinander. Kann man sich mit der Listenvorbereitung passend machen. Na, wenn ich also hier sage, okay, ich will aber hier 10, die will ich also hier neu mischen und gebe dann auch 10 an, dann müsste ich hier 38 Zeilen haben mit Fragen. Ja, da sieht man hier in der 39. Zeile steht die Nummer 38. Und wenn ich dieses dann kopiere mit Annual Report beginnend und Accept als nächstes bis zur Zeile 39,
kopiere mir das, gehe dann wieder auf x aus 10 und da füge ich das hier ein, auch wieder bei Frage 1 und Steuerung V. Und dann haben wir hier genau das, was ich also eben gesagt habe. Wir haben hier Accept, die gleiche Reihenfolge wie eben in dem Blatt oder in der Tabelle Listenvorbereitung angelegt. Die habe ich jetzt hier und kann sie präsentieren. Die Nummerierung hier vorne, die kann ich nochmal überprüfen, aber da hat sich ja nichts dran geändert. Auch bei dem Eintrag hier, das kommt ja aus der gleichen Quelle, aber man könnte das korrigieren. Und da ist eben wichtig, dass Sie hier oben die Apostrophe verwenden, um diese Hyperlinks passend bereitzustellen und keine Gänsefüßchen, weil das würde bei der automatischen Verarbeitung dann Probleme geben. Also tun Sie einfach dann die anderen Stellen, Ihre anderen Quellen oder Ihre Webseite hier so angeben, dass da Apostrophe verwendet werden, um das abzugrenzen. So, das ist jetzt vorbereitet und Sie haben gesehen, ist also im Prinzip nichts anderes als bei 4 aus 4. Hier Anleitungsvideo, Mappe mit Musterdaten und Ordner zum Speichern der Fragen. Das ist also das Gleiche. Jetzt führen wir es einfach mal aus. Ich klicke hier auf, das heißt, ich klicke noch nicht darauf. Ich bewege nur den Zeiger auf das, was hier steht. Die Kurzanleitung. Und da werden Sie sehen, da wird gleich gefragt werden, wie viele Paare angezeigt werden sollen. Zwischen 3 und 4 sollte man wählen, wenn man das auf dem Smartphone bereitstellen möchte. Weil wenn Sie mehr nehmen, dann müssen die Teilnehmer beim Antworten laufend hin und her scrollen oder wischen. Dann ist das nur lästig und das machen die dann nicht so gerne. Wenn Sie natürlich einen PC haben oder ein Notebook mit sehr vielen Zeilen, dann können Sie auch 10 nehmen. Da ist das natürlich auch schwieriger. Also damit kann man so ein bisschen die Abstufung beeinflussen. Die anderen Fragen, die da gleich gestellt werden, kennen Sie ja schon. Machen wir es einfach mal. Ich klicke ja darauf. Wie viele Paare sollen angezeigt werden? Es werden wieder 4 vorgeschlagen. Jetzt nehme ich mal 5, damit man sieht, es kann auch was anderes sein. Gehe dann auf OK. Dann wird gefragt, wo soll es eingetragen werden? Da ist hier noch ein alter Eintrag, den ich jetzt überschreibe mit Quiz. Wichtig ist also, wie eben schon mal gesagt, der Backslash muss da stehen bleiben, vor und nach Quiz. Gehe ich auf OK. Da wird gefragt, wie soll der Dateiname lauten? Da nenne ich dann BWL Englisch. Und dann steht hier schon, und das kann man auch so stehen lassen, ordne die englischen Vokabeln zu. Und das sind aber die Deutschen, weil ich habe das hier normally und die Deutschen stehen also bei Antwort. Also dann sollte ich da auch korrigieren. Deutschen Vokabeln zuordnen. So, dann klicke ich auf OK. Jetzt dauert es wieder 38 Sekunden, weil das sind ja jetzt 38 Zeilen. So, das war's. Ist alles abgearbeitet. Das steht auch noch oben drüber und da könnte ich jetzt wieder hergehen und sagen, jetzt will ich aber auch noch andere Dinge zuordnen. Wir haben hier rechts auch wieder die Möglichkeit, Mappe mit Musterdaten. Könnte man also dann zeigen, das heißt, sollte ich vielleicht auch nochmal kurz, die Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an. Und da haben wir die Möglichkeit, Hauptstadtquiz durchzuführen. Erdkunde, Land, Hauptstadt. Oder Hauptstadt, Land, je nachdem, was links und rechts stehen soll. So, hier habe ich also dann die Länder stehen und da kopiere ich jetzt ab A2 bis Z20 mindestens. Ja, ich nehme nicht alle, jetzt müssen wir so lange warten. So, jetzt habe ich also hier 10 Fragen habe ich also kopiert, mit rechte Maustaste kopieren, gehe wieder nach Excel, da muss ich jetzt natürlich darauf achten, dass ich hier in der Zelle A2 stehe und da füge ich das ein und dann kann man das mal ausprobieren. Aber bevor ich das ausprobiere, will ich erstmal sehen, ob das Folie-Quiz überhaupt richtig läuft.
klicke hier auf Ordner zu den Fragen. Und da habe ich hier die Liste mit den 38 Fragen und dem Index. Wenn ich da auf Index klicke, dann sehe ich die Fragen und da steht auch hinter, was da enthalten ist, zum Beispiel garantieren, taucht hier jetzt nicht auf, weil es sind ja 5 aus 10. Wenn ich hier auf Frage wiederholen gehe, dann wird irgendwann garantieren auftauchen. Da ist es nämlich. Sie sehen also, ich habe mehrfach drauf geklickt und dann werden aus diesen 10 Vokabeln immer 5 ausgewählt und garantieren, was eben noch dabei stand, das wird hier auch dabei sein. Und das kann man dann also hier passend zuordnen. Remainder ist Rest, Enclose ist Anhang, Kreditkarte, das ist wieder einfach und Switchboard ist die Telefonzentrale in diesem Zusammenhang. Also funktioniert und nächste Frage geht natürlich auch und die Datenquelle kann man sich ja auch mal anschauen. Die sehen wir ja hier, das ist also die Seite von t.de mit dem PDF-Anhang, den wir hier sehen. So, das denke ich reicht dann aus. So, ich gehe zurück nach Excel und da habe ich ja die Hauptstädte schon eingefügt. Und die sollen also jetzt angelegt werden und da klicke ich dann auf Frage und Antwort. Jetzt wird gefragt, wie viele Paare sollen angezeigt werden. Nehme ich jetzt wirklich mal 10, damit Sie sehen, das ist dann also auch richtig schwierig. Und das soll dann in den Ordner Blue Pages rein, sonst würden ja die durcheinander kommen. Blue Pages. Und da klicke ich dann auf OK und das soll dann heißen Hauptstadtquiz. Und dann ordne die richtigen Hauptstädte zu. Das ist die Überschrift und dann klicke ich auf OK und dann geht es schon los. Ja, das ist jetzt schon die letzte und das Quiz ist fertig. Jetzt kann ich es mir noch anschauen. Ordner zum Speichern der Fragen, wenn ich darauf klicke, da sehe ich die 10 Fragen und Antworten, die ich da erzeugt habe. Es müssten eigentlich 20 sein, gibt um die 200 Staaten mit Hauptstädten in der Wikipedia. Aber wollen wir uns jetzt hier mal das erste nur anschauen. Habe also direkt drauf geklickt und da sehen Sie von Albanien bis Algerien, da sind also die ersten 10 und das passt sogar. Äquatorial Guinea, das ist also falsch, weil das gehört zu Malabo. Ja, Angola, Luanda, da haben wir es. Also Sie sehen, funktioniert. Das, was der Quizgenerator produziert, eignet sich also nicht nur für Geografie, sondern eben auch für viele andere Themengebiete, die Sie hier bei den Musterdaten bei Google Docs erkennen können. Die Trial-Version gilt bis Ende Juni 2017. Wer möchte, der kann dann eine Vollversion erwerben. Die gilt dann über diesen Zeitpunkt hinaus und man kann natürlich auch speichern. Autoren, die sich verpflichten, den Quizgenerator ausschließlich zur Produktion von Open Educational Resources einzusetzen, die erhalten eine kostenlose Version für einen spezifizierten Windows-PC. Für Excel-Kenner, die sich mit der Programmierung beschäftigen möchten, da gibt es dann einen E-Learning-Kurs, der wird auf der Plattform werweißwas.net angeboten. Und am Ende des Kurses haben die Teilnehmer dann spätestens den vollständigen Quellcode und haben dann nebenbei auch noch viele andere neue Funktionen von Excel kennengelernt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Spaß beim Einsatz der Trial-Version des Quizgenerators.